Schottlands und England machen es wie in den Halbfinals. Sie schicken Peter Wright als erstes ins Rennen, die Schotten, und die Engländer Phil the Power Taylor. Blickkontakt ja. Von Phil Taylor zu Peter Wright. Also dieses Finale hat längst begonnen. Hat längst begonnen. Und es sei jetzt nochmal gesagt, in diesem Finale geht es jetzt darum, welche Nation zuerst drei Siege einfährt. Es wird zwei Einzel geben, es wird dann ein Doppel geben. Wenn dann noch keine Entscheidung gefallen ist, wird es zwei weitere Einzel geben oder zumindest eines. Und dann spielt man halt gegen den anderen Gegner. Ich bin gespannt, ob Peter Wright das Tempo, diese Geschwindigkeit und diese Präzision mit rüber retten konnte, weil die Pause war deutlich kürzer als die Engländer sie hatten. Also von daher ist es vielleicht ein schwieriges Spiel für Phil Taylor, das hier für sich zu entscheiden und für England natürlich. Also eher Nachteil für die Engländer? Ich denke eher Nachteil für die Engländer, weil die beiden Jungs haben, die haben sich irre gefreut über diesen glatten Gang vorher. Und dann gibt es gegen Holland richtig Wind von vorne und sie haben bestanden. Sie haben es bestanden und im Doppel funktioniert. Also da sehe ich jetzt leichte Vorteile in dieser Partie hier für Peter Wright, weil er wirklich schnell gestartet ist gegen Michael van Gerven. Schnell in den Dribbles war, schnell gecheckt hat. 100. Schon Wahnsinn, was Peter Wright für eine Anzahl an Fans hier in Frankfurt hat. Es ist nicht das Taylor Wonderland, das sie hier gerade gestern Abend über das gesamte Match hinweg gesungen haben. Und der startet mit der 180. Der beginnt perfekt. Auch das sind so kleine Signale in Richtung Gegner. Ich bin da, ich bin auf den Punkt zur Stelle, was so wichtig ist bei dieser kurzen Distanz. Vier perfekte Darts zu Beginn. 81. Achtzehntes Duell zwischen Taylor und Peter Wright. Taylor mit 12 Siegen, Peter Wright mit 3 Erfolgen. Und zwei Unentschieden gab es. Letzte Niederlage für Taylor war das Viertelfinal aus bei den UK Open, also in diesem Jahr, als Peter Wright später das Finale erreichte und dieses dann gegen Michael van Gerven verlor. 161 Punkte Rest. Und so eine gewisse Dringlichkeit ist schon in diesem Finish. Peter Wright steht auf Breakkurs und ihr wisst, und wir wissen, sowas ist immer drin. Wenn, dann würde er das über Triple 20 Top spielen, da bin ich mir fast sicher. Ah, aber die Triple 20 muss schon an den Anfang. 100. England, you require 24. Doppel 12 für The Power. Ja, erster ist drin. Die Doppel ja immer wieder so sein Problem gewesen in diesem Jahr 2015. 1-0 Führung. Feuerprobe und die 180 von Wright überlebt. 100. Da steckt er perfekt. Wollte ihn eigentlich oben drauf legen. Gute 140. Taylor ist da. Ja,
Die Engländer hatten in der ersten Runde, als sie am Donnerstag, letzten Donnerstag hier zum ersten Mal antraten, es mit Dänemark zu tun im Doppel. Das war ein 5-0-Erfolg. Dann im Achtelfinale Japan bezwungen mit 2-0-Siegen. Und im Viertelfinale dann eben heute Nachmittag Deutschland geschlagen. Einige hatten schon gefragt, gibt es irgendwie kein Elfmeterwerfen? Da hätten wir doch vielleicht eine Chance gegen England. Ja. Nein. Leider nein, es wurde angeregt, es ist abgelehnt worden, gerade von England abgelehnt worden. Nun Wright in Gefahr, hier gebreakt zu werden von Taylor. Oh, macht er einen Dampf hier, top Niveau. Da hat Taylor schon ein Grinsen im Gesicht nach dem zweiten Tag, weil er weiß, okay, da will ich ihn hinhaben, da ist genug Platz, um auch Nummer 3. Reinzuhauen. Haut ihn in die Triple 5, geht jetzt auf Triple 19, Triple 19. Na, passt kein. 108 für Wright und natürlich hier Top-Chance zu breaken. Triple 19, Doppel 12. 12 für Bull oder Triple 12, Doppel 13. Na, also Bull soll es sein. Ja klar, hat, ah, klar. Das vierte Bull-Finish in dieser WDC im 80er-Bereich. Er trifft dieses Bull, wie er es braucht. Und mittiger kannst du es uns nicht treffen. Top. Das ist perfekt. Das ist ein perfekter Wurf von präzise. Phil Taylor. 2-0. Kein großes Aufheben, fokussiert. Ein ganz anderer Rhythmus, ein anderes Tempo als gegen Van Gerven. 100. Und jetzt kommt das Taylor Wonderland. Frankfurt wandert durch das Taylor Wonderland. Hören Sie mal. Europas größter Chor. Frankfurter Eissporthalle. Was für Averages. Vielleicht ist das so ein Match Shorty, wo wir hier einen neuen Rekord erleben werden. 118,66 hat Taylor mal bei den UK Open 2010 gegen Kevin Painter gespielt. 118,55 steht er aktuell. Also die Distanz ist kurz, eigentlich eine Möglichkeit, mal so ein Riesen-Average zu spielen. Der Rekord vor Fernsehkameras und vor Zuschauern. 2,78 Rest, 2 Legs entfernt. Es ist so unglaublich gut. Und da sind sie wieder. Es ist so unglaublich gut. Da sind sie wieder unten dran. Und dann grinst er sich schon an und sagt, jetzt habe ich sie endlich in der richtigen Höhe. Wir haben ihn schon viele 180er werfen sehen, aber nie mit diesem Haha, hallo, da bist du. Dieser Aha-Effekt, weil wir haben gesehen, heute vorher am Tag hat er auch viele Triple 20 getroffen, aber eher mittig oder oben. Er freut sich einfach über sein Spiel. Und das ist schön zu sehen. Doppel 19. Ohne Zip und Zap, 11 Data. Winkelschuss. Ja, so ein Gesicht mache ich auch gerade. 31, was tun? Wird sich die 24 stellen? Nee. Doppel 8. Doppel 8 soll es sein. Das riecht nach einer Breakchance. Und sowas muss Wright eintüten. Und sowas 17. Versaut natürlich auch Taylor, diesen 3-Dart-Average. Der rutscht jetzt auf 120. Eine kleinere Katastrophe. Da rutscht mein Average auf 120 runter. Doppel 8 zum 3-0. Boah, ist das ein Auftritt von The Power. Der lässt hier kaum ein Doppel aus. Sehr stark. 4 Versuche, 3 Treffer. Peter Wright spielt 108er Average und hat noch nicht einen Wurf aufs Doppel gehabt. 60. Das kommt nicht häufig vor. Wir hatten mal diese Niederlage von Adrian Lewis, als der ein 110er Average spielte und das Match verlor. Ja. Ja, wir hatten das in der Premier League, als Taylor den 115er Average spielte und gegen Van Barneveld verlor. Ganz genau. Wo auch hinter den Kopf gekratzt hat. Wie habe ich das denn hingekriegt? Wie kann ich das Ding verlieren? Ja, es sind einfach zu viele 100er, zu wenig 140er von Peter Wright. Langsam aber sicher dämmert ihm auch, dass das hier wohl wahrscheinlich nichts mehr wird. Mit einem Sieg gegen Taylor, wenn der weiterhin so zieht. Aber natürlich, da man jetzt 3 Siege braucht, hast du auch noch Chance, das Ganze zu korrigieren. Und du hast einen Partner wie Gary Anderson, also.
Den hätte ich auch gerne. Also schaut nicht hier am Kommentatorenplatz, natürlich am Hockey stehen. Okay, da hast du wieder weg. Okay, dann ist gut. Der ist ihm zu hoch an und für sich. 99 Punkte. 3 Dart Average. Geht auf unter 114. Oh, der ist wieder in die 5. Das ist, er ist so ein bisschen genervt. Ja, das ist ein ganz anderes Match als noch vor einer halben Stunde rund gegen Van Gerven. Ja. Da lief es bei ihm wie geschmiert. Es haben uns einige Zuschauer geschrieben und gesagt, Mensch, diese Singerei stört ihn nicht. Nein! Nicht wirklich, nein. Aber das Lieblingsfinish von Peter Wright steht an. Und er verpasst die Triple 17 erneut. 130 Rest. Möglichkeit für Taylor, hier das 1:0 zu holen. Geht über die 20. Jawohl, 70 Rest. Bis jetzt läuft, ist das Doppel 5. Doppel 5. Ja, ist er. Ohne Zip und Zap. 130 Punkte am Ende gecheckt. Glanzauftritt von Phil Taylor. Ja. Wirklich beeindruckend. Ja. Beeindruckend. Und er spielt hier einen Average von rund 113 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. 113,43. Bestleistung für diesen World Cup of Darts in diesem Jahr. Und es ist echt. Also das ist eine Sache, wo ich mich auch immer wieder verneige und sage, bei dem Druck, bei dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Professionalität sind sie doch alle noch sehr, sehr gelockert und gelöst und entspannt, machen ihre Späßchen. Aber wenn dann die Glocke läutet und die ersten 3 Darts fliegen, ist hier die Freundschaft erstmal auf Eis gelegt. Aber das zeichnet vielleicht ja auch diese Top ganz aus, dass sie diesen schmalen Grat gehen können. Facebook.com/ElmarPaulke oder gerne über den Twitter-Account @ElmarPaulke, falls Sie zu Hause eine Frage haben, falls Sie schimpfen wollen über mich oder vielleicht auch über den Schleifstein, weil er einfach nicht schnell genug ihn am Eisen entlang reibt. Zweites Match. Anderson beginnt. Best of 7 Legs. 95. Adrian Lewis hat am Donnerstag gleich, als man Dänemark schlug, in der ersten Runde gesagt, also ich habe hier noch was gut zu machen. Im letzten Jahr habe ich nicht gut gespielt, vor allem nicht im Finale, da konnte ich nicht helfen. Er ist hoch motiviert gewesen für dieses Jahr. Er will sozusagen nicht nur da irgendwie an der Seite von Phil Taylor mitmarschieren. Er will Akzente setzen. Er will entscheidende Punkte zusteuern. Na, 166 ist kein Finish, aber kein Problem für Gary Anderson in diesem Moment. 58 Punkte, macht 108 Rest. Na, schön nochmal rangekrabbelt da von Lewis. Ich habe schon gedacht, er hatte nicht gemerkt, dass sie angefangen haben. Weil wenn ich Akzente setzen will, dann muss ich mehr werfen als 83, 60, 58. 76. Und jetzt hol dir das Break. Das wäre ein Akzent. Dafür sind allerdings die kleinen roten Felder nötig. Ah, auch der rutscht ihm nochmal die 1. Also mit dem ersten Leck hat Eddie Lewis nicht viel zu tun. Das ist erledigt. Und jetzt mit eigenem Aufschlag. Frischen Wind. Ja, genau so wollen wir dich sehen. Eddie, da passen 3 rein. Ah, geht er runter. Da war doch eigentlich noch Platz da oben, da war viel Platz, hat auch nicht gewackelt. Das sind dann so Intuitionssachen, die kannst du nicht vorhersehen. Dann haut er ihn halt einfach runter und fertig. Und Gary zieht durch, nutzt die Bande. Und schon sind es 180 Punkte.
Ja, das Jahr 2015 von Jackpot Adrian Lewis ist okay, es ist noch nicht so richtig gut. Hat zwei Pro-Tour-Turniere gewonnen, hat beim Masters das Halbfinale erreicht, Achtelfinal aus bei der Weltmeisterschaft gegen Van Barneveld. Ja, er in der Premier League die Playoffs nicht geschafft. Er winkt selber ab, weil er macht den vierten perfekten, haut den nächsten in die Eins und sagt, das gibt's doch nicht, Mensch. Ich will auch meine sechs Wesens haben hier, was hier los? Sehr schön von Lewis. So, da macht er die zweite. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Meine Güte. 124 Rest. 104 Rest. Triple 18. Na, jetzt Triple 18, die Bande steht. Nein, schiebt den nochmal vorbei. 68 noch. Möglichkeit zum Break. 20 für die Doppel. 20. Doppel haben gut funktioniert bei Anderson im Halbfinale. Ja, dabei bleibt vor allem auf der Doppel 10 sehr konstant. Ja, gar nicht so sehr auf der Doppel 20. 2-0. So, Lewis weiß, er muss jetzt ins Match reinkommen. Ein 0-3 holt er nicht auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er braucht einen Break. 100. Wer entscheidet, welcher Spieler für das jeweilige Land hier beim World Cup of Darts antreten darf? Das tut das Ranking quasi. Die beiden Bestplatzierten einer jeweiligen Nation bilden das Team für die Nation. 100. So, drei Perfekte. Sechs Perfekte haben wir schon gesehen von ihm. Okay. Muss ja nicht jetzt sein. Nein, nein. Aber bald bitte. Ja. Oder vielleicht einfach auf dem Dartsmaster. Einfach ja, das geht diesen neuen Data auf dem Dartsmaster spielen. Auch das geht. Gibt's im App Store. Wer ein iPhone hat, wer ein iPad hat, hat die Möglichkeit, also auch abseits des Sisal Dartboards sozusagen zu trainieren. 165. Wie lange muss man trainieren, fragt Hagen, um das Niveau eines Profis zu bekommen? Also ich kann mal sagen, Taylor hat so in etwa in seiner ganzen Laufbahn um die 20 Millionen Darts geworfen. Also es müssen schon so ein paar hunderttausend müssen es schon sein. Außer man ist so ein Megatalent und stellt sich einfach hin und wirft die Darts in die Triple- und Doppelfelder. Aber solche Talente haben wir leider noch nicht gefunden. Nein, aber bitte, sei eins, Hagen. Hau dich da durch und komm. Man, Bull, sagt, man sagt ja von Anderson, dass seine zweite Aufnahme gleich eine 180 war. Ja. Das ist vielleicht schon ein bisschen Talent. Das würde ich, ich mal so unterstützen. Ja. 10 für Doppel 16 fürs Break für Lewis. Um nochmal reinzuschnuppern in das Spiel, aber... Anderson wird 5 für Doppel 10 spielen. Die funktioniert gut heute. Oh nein, da schaut die, du Blödmann. Immer. Ja, 1 Doppel 12. Ja, weil es so gut funktioniert, ja, weil es klappt. Ja. 3-0 Führung. Also Taylor mit dem 4-0 über Peter Wright. Und jetzt droht hier auch Adrian Lewis ein Whitewash. Aber noch ist dieses Match nicht beendet. Mal wieder perfekt begonnen. 2,37 Meter stehen die Herren vom Dartboard entfernt. 1,73 hängt der Mittelpunkt der Scheibe hoch. Ach, das gibt's doch nicht! Jetzt beiß ich auch gleich den Tisch hier, du. Das kann doch nicht mehr wahr sein hier, du. Solange du mich nicht beißt. Na, das werde ich mir noch überlegen. Ist mir egal. Knapp. Daneben sozusagen 195 noch. Und die Lewis, den da reinhämmert. Das ist klasse. Aber auch uns, Gary, ist dran an Lewis. Aufschlag wieder. Ja, stellt sich ein Finish, ein schickes Finish. Da kannst du schön auf einer Zahl bleiben. Zweimal die Triple 20 für Doppel 18, aber erstmal Eddie. Au, haut den an eine Triple 15 vorbei. Stellt sich 60. Ist das Ende des zweiten Einzels oder nicht? Nein, ist es noch nicht.
So, Chance zum 1:3. Zwei Darts auf die Doppel 20, den ersten schon bewusst da oben platziert, um ein Gefühl zu haben, ist er jetzt zugebaut, so ungefähr. Doppel 10. 1:3. Und Anderson eröffnet das fünfte Leg. Und damit ist das sein Vorteil, weil er einmal häufiger dran ist als der Gegner. 140. Prima Start und jetzt bin ich auf Eddie Lewis gespannt. Glaubt er daran, dass er hier noch was ausrichten kann? Sehr gut korrigiert. Gute Körpersprache, kein Gemecker. Versucht hier seinen Punkt zu finden, um irgendwie an Anderson noch ranzukommen. Und der stoisch. Zack, zack, zack. Ja, bei einem 1:3 bin ich so ein bisschen verleitet, hier noch ein paar Fragen mit reinzunehmen. Aber Tobias bitte. Möchte wissen, ob das Preisgeld für die Order of Merit zählt. Nein. Nein, es tut's nicht. Nur die Turniere, bei denen jeder Spieler theoretisch die Möglichkeit hat, sich zu qualifizieren, gelten auch für die Order of Merit. Das ist ja hier nicht so, wir haben es gehört, weil nur die besten beiden einer Nation antreten dürfen. James Wade beispielsweise würde gerne, ist aber die 3 der Engländer. Shorty würde auch gerne, ist aber leider nicht in der Nähe von 50. Und Elmer würde auch gerne, aber der ist doch nicht mal irgendwie unter den ersten 1000. Und zum Glück ist das hier kein Tennis, sondern Dart. Schön, die Top steht von Anderson. Jetzt ist einer von den Moments. Prima erster Dart, aber nee, war kein prima erster Dart, der war drüber. 88 für Eddie Lewis. 59. Ja, nun kann er nur hoffen, ob Anderson den auslässt. Nee. Ich würde sagen, nö. Doppel 10, mal wieder die Doppel 10. Ja, jawohl. Die hat er im Griff. Die hat er einige Male bearbeitet. Die 4:1 Erfolg für Gary Anderson. Schottland gleicht also aus zum 1:1. Wie gesagt, 3 Siege braucht man. 3 Siege braucht man hier im Finale. Das Duell geht weiter zwischen England und Schottland. Wir sind gleich zurück, vielleicht noch zu 1:1 steht es im Finale des World Cups, dieser Team-WM hier in Frankfurt in der Eissporthalle zwischen England und Schottland. Jetzt kommt es zum Doppel. Taylor mit Lewis gegen Anderson und Peter Wright. Danach werden Phil Taylor und Gary Anderson ihr Einzel spielen und sollte dann noch keine Entscheidung befallen sein, gäbe es auch noch das letzte Einzel zwischen Peter Wright und Jackpot Adrian Lewis. Peter Wright hängt sein Handtuch da vor die Linse der Kamera. Phil Taylor hat ein überragendes Match gespielt hier im Finale gegen Peter Wright mit diesem 113 Average. Jetzt wird nochmal die Hand geschüttelt. Mal sehen, ob die Schotten diese Lockerheit, die sie im Halbfinale gegen die Niederlande hatten, auch weiterhin an den Tag legen konnten. Das war ein unglaublich gutes Wahnsinn. Doppel von Peter Wright und Gary Anderson. Ja, sie scherzen alle noch. Selbst Phil hat natürlich ein Lächeln darüber und sagt, ja, ja, Jungs, ich bin gut drauf heute. Heute gibt es hier mal ein schönes Spiel auf Augenhöhe. Freut mich und ganz ehrlich, eine nicht ganz unerwartete Finalpaarung hier. Top-Teams, die beiden. Na ja, komm, du hattest auf die Niederlande gesetzt. Natürlich, ja, war natürlich. Ja, klar, dass dem kleinen Elmer wieder einfällt, dass er so einen Pseudo-Zwischensieg gegen Schotti errungert, weil er sich wieder auf den kleinen Schotten stürzt. Immer der gleiche mit dem Schönwetter-Fan hier neben mir. Unfassbar. Darf man sich nicht einmal irren. Eines kann man bei England sagen, sie haben das Doppel am Donnerstag gegen die Dänen gespielt, danach kein Doppel mehr spielen müssen, weil sie alle Einzel gewonnen haben, also das 2:0 gegen Japan, das 2:0 gegen Deutschland, das 2:0 im Halbfinale gegen Belgien. Und im Übrigen haben weder ich noch du auf England gesetzt. Das stimmt. Also von daher ist das wäre ja auch Quatsch gewesen, wenn die Schotten gewinnen. Also Rabulistik hier, da drehe ich hier völlig durch. Oh. 121 macht 144 Rests. Ja, Schottland ist noch dabei, hier unterbieten zu spielen. Wir müssen dann gleich mal im nächsten Leg ihren Nachbrenner zücken. Das ist ja
nun für keinen der beiden irgendwie annähernd das, was sie möchten oder wollen. Und vor allem nicht das, was sie können. Aber wenn man so ein Leck spielt, dann am besten dann, wenn der Gegner das Leck angeworfen hat. Also ja. Der Zeitpunkt ist gut zu Beginn des Matches. Vor allem, wenn der Gegner eben so eine stabile Leistung bringt hier. Also wenn die nach 12 Darts auf Doppel sind, dann brauche ich mich bei 324 nicht mehr drum kümmern. Dann ist das Banane. Dann meine ich noch mal ein paar schöne Würfe und dann ist das gut. Und fokussiere mich auf Leck Nummer 2. Dafür sind das so oben 4 Vollprofis. Ja. Schön 13er. Alles gut für England. Von Peter Wright und Gary Anderson, genau, die werden sagen, okay, jetzt fangen wir an. Das waren jetzt die Situationen, ganz genau, warum man diese Wackel-Darts erfunden hat. Aber so tipptopp hat das jetzt nicht funktioniert. Ist ein bisschen abgelenkt worden, der dritte, und ist unters Triple gegangen. Also. Naja, nichts ist unfehlbar, das ist klar. Erste 180 in diesem Doppel. Was ist mit Lewis? Kein Triple. Die Chance also jetzt für die Schotten, sich weiter abzusetzen und das 1:1 klar zu machen. Eins kann man schon mal festhalten, es ist wieder mal ein sehr fachkundiges Publikum und nicht nur Party und Randale interessierte Menschen sozusagen, die diese Sportart gerne nutzen, um eine schöne Feier zu haben, was komplett korrekt ist, gar keine Frage. Aber hier ist eher so das fachkundige Publikum, was wirklich Bock auf tolle Darts hat und dann aber auch richtig steil geht, wenn sie sie geboten bekommen. Also die sind nicht leicht aus den Sitzen zu kriegen da hinten, das will ich mal sagen. 48 Rests. 16 für die Doppel, 16 zum 1-1. Nee, oh, so vom Look her sehen die einfach vorbei. Drin aus, aber dieser Federstall ist so dünn, da kannst du da wirklich nicht mehr so eben intuitiv sagen, der passt. Da musst du wirklich auf den Caller warten. Die sind ja so knapp dran da mit ihren super dünnen, flexiblen Spitzen. So, und das sollte natürlich eben Peter Wright lösen, diese Doppel 16, das ist sein favorisiertes Doppel. Er hat es nicht getroffen. Okay, Anderson kann ja auch die Doppel 16. 1-1. Und sofort abklatschen und weiter geht's. Schön zu sehen, wie er den gerade draufgelegt hat. Perfekter Start. Pass auf, hat er damit jetzt Lewis aufgeweckt? Hat er damit jetzt Lewis aufgeweckt? Die Faust von Taylor. Jetzt bin ich gespannt. Oh, es gibt sogar einen kleinen Abklatschen mit Gary Anderson, ja. Mhm. So, komm mal, Lewis, tu es, komm, tu es, tu es jetzt. Dann würden wir hier Geschichte schreiben, wenn in diesem Doppel vielleicht der 9-Darter fallen würde. Lewis spielt an Lewis vorbei. Also er steht sich selbst im Weg. Steht 58, 59, 60. Hat keine Möglichkeit, Felder zu unterstützen, was im ersten Leck noch gut ging. Aber Freunde, wenn zweimal Schottland spielt, dann reicht einmal England eben nicht. Aber umso erstaunlicher, dass die Engländer ein Average von 104 haben. Ja, also ja. Taylor spielt irgendwas mit 115 oder ja, sowas. Der muss da irgendwo ganz oben sein. Aber du brauchst natürlich Darts für sowas. Und da kannst du sie bekommen. Und diese Darts genau von Phil Taylor, von Peter Wright, von Gary Anderson, von The Shorty Seiler, die gibt es bei uns im Sport 1 Darts Shop. sport1.de/darts. Sozusagen in the house. Und der gute Peter Wright wirft nur 45. Warum tut er das, ist die Frage. Da ist der Lewis. Wo warst du vor 2 Minuten, als wir die 2. haben wollten? Verdammte Tat. Ja, muss er nochmal schauen. Hat er sich wieder selber zugebastelt, die Triple 20. Also runter und er korrigiert. Klasse, klasse, da hat es. Aber ich glaube, Peter Le darf nicht nochmal. Oh, Doppel 6. Oh, oh. Doppel 6 zum 2-1. Ja. 2-1 Führung. 2-1 Führung.
England darf die ungeraden Legs beginnen. Das weiß natürlich auch Taylor, das weiß Lewis. Kein Break kassieren, dann sind sie durch. Dann gehen sie mit 2:1 in Führung. 100. Ja, dieses Gesicht ist, warum man sich nicht über 100 freut. Wenn der Erste im Triple steckt, dann wollen die Jungs daraus Minimum 140 machen, am liebsten 180. Und deswegen wird öfter mal eine 100 abgewunken oder im Kopf geschüttelt. 60. Weil der Anspruch ist nun mal einfach ein anderer. Der ändert sich automatisch, je höher du diese Rangliste krabbelst. 150. Das ist 59 jetzt Punkte nur. Das vierte Mal in diesem Spiel, in diesem Doppel, dass Lewis 59 wirft. 180 wiegt 9 Darts Schrott nicht immer auf. Zweite 180 für Schottland, 81 Punkte Rest. England liegt weit zurück. Das sieht nach dem 2:2 aus. 4 Legs braucht man nur, um den Sieg einzuholen. Taylor kämpft, aber das wird nicht reichen. Triple 19, Doppel 12. 62 Rest. Okay, das ist ja eine 58. Neue, ja, das ist eine neue Variante, bei 62 Triple 18 zu spielen, um dann Doppel 4 zu erwischen. Deshalb hat er angefangen am Donnerstag mit, habe ich gesehen. Zweite Mal, dass er 62 auf diesem Weg versucht, aber auch das zweite Mal, dass er die 4 trifft. Da ist Lewis wieder. Wo kommt das her? 59, 180. Das ist ein Rollercoaster. Rauf runter. Vielleicht ein bisschen spät für dieses Leck. 3 Darts für Peter Wright. Doppel 20. Jawohl. Triffst du meine Doppel 16, treffe ich deinen Tops. 2:2. Und Anderson ist extrem locker. Ja. Spricht auch viel mit Lewis und mit Taylor. Die scherzen da hinten rum, genau, ja. Weiß nicht, ob das dem großen Phil so gut gefällt. Zieh hier nicht meinen Jungen ab, der soll sich auf das Spiel konzentrieren. Das ist schon ein Duo, dieses Taylor-Lewis. Ja. Duo für England. Ganz unterschiedliche Typen. Lewis, das Riesentalent. Taylor, der Arbeiter, auch im Practice Room immer wieder gut zu sehen. Taylor geht kaum weg vom Board. Und Lewis muss eigentlich dann, wenn Taylor ihn ruft. Und dann spielt er 2, 3 richtig gute Legs und macht die nächste Pause. Ja, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für Lewis. Ach, schade, aber sehr schön. Sehr schön zu sehen, dass er sich dann noch ab und zu zusammenreißen. Also, dass er es hinbekommt, die 59er auszublenden und 140 reinzudonnern. Das wollte ich eigentlich vom Sinn her sagen. Manchmal ist das mit mir nicht einfach. 2:61. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Deinen neuerlichen Schwung. Wem sagst du das schon? Deinen neuerlichen Schwung graue Haare, die ich dir dieses Wochenende wieder geschenkt habe. Jetzt versucht er mich persönlich zu kränken. Ach Quatsch, das war doch schon die ganze Zeit. Ja, das lässt natürlich keinen Finish. Also 6 Darts für England für die Führung. 101 Rest. Er ja, bleibt da auch oben. Er ist Pro. 41. Taylor darf auf die Doppel 16 zählen. Jetzt noch mal ein bisschen Druck aufbauen. 132 Rest. Na, nicht wirklich Druck aufgebaut. Ja, so ein Leck wird nicht so leicht abgehakt wie das erste Eröffnungsleck in diesem Match, weil da waren die so weit weg, das war denen egal. Die Doppel 16 schaut, die warte mal ganz kurz. Ja. Okay, ja. Der ist drin. Hier, jetzt will er auch schon die Hand geben. Nee, ich dachte gerade, er macht den Roy Lamb. Und will sich schon bedanken, aber das wäre natürlich mal ein Klops von Phil Taylor, wo ich wirklich denken würde, hallo Popo. Das hat Roy Lamb, der Mann aus Hongkong, gemacht. Er war so glücklich über seinen Finish zum 3:2, dass er schon die Hand schütteln wollte und sich feiern lassen wollte. Ja, stark hier zu sehen, wie der Peter Wright da fightet, um an sein Limit ranzukommen. Haben wir schon einen Break erlebt in diesem Doppel? In diesem Doppel noch nicht, nein. Also wir haben schon Breaks erlebt, ja, das stimmt. Okay. Fifty-nine.
Und wenn wir die vier hier oben so gut gelaunt erleben, ist das vielleicht auch so ein Zeichen dafür. Man darf ja nicht vergessen, da hat es irgendwie ja immer dasselbe. Also du hast immer die gleiche Entfernung, musst immer in der Halle. Die Bedingungen sind beinahe identisch. Jetzt hat man eine kleine Abwechslung. Sie haben beim Dubai Masters mal Outdoor gespielt im Tennisstadion. Oder jetzt hier halt zum vierten Mal Doppel. Es kommt ein bisschen Abwechslung rein. Und die Herrschaften, die so viele Matches im Jahr spielen, die so viele Stunden am Dartboard stehen, die sind froh, dass dann auch mal es ein Turnier gibt, bei dem man zu viert da oben am Hockey steht. 210 Rest, 150 Rest, 130, wenn ich das richtig sehe, 70 Rest. Ja, das ist genial, schlicht und ergreifend von Anderson, die 70 steht. Aber auch Lewis geht, wenn der reingeht, dann ist der Druck immens höher. 70 für Peter Wright. Triple 10 hat er. Zwei Darts für 3-3 auf Tops. Der muss rein. Ja, ist drin. Ist drin. 3-3. Entscheidungsleck in diesem Doppel. Ein Hammerfinale. Die beiden weltbesten Teams auf der Bühne. Und sie bekriegen sich immer bis zum bitteren Ende, bis zum Schluss. 3-3. Entscheidungsleck. Klasse. Also nochmal. Bislang kein Break. Und Taylor eröffnet mit der 140. Damit ist Peter Wright gleich unter Zugzwang. Er will sich ja von den Punkten her vorbeispielen. Weil er einmal weniger dran ist, oder? Ja, gut. Gut korrigiert. Das war jetzt ein gutes Beispiel für die flexiblen Spitzen. Schön nach oben gegangen, der Pfeil, und hat die Triple 19 unten durchgelassen. Prima. 60. Wieder nur diese 60 von Lewis. Der wirkt jetzt zum sechsten Mal hintereinander. Nach dem Top-Start von Phil Taylor macht Lewis klein, klein. Nicht dreistellig. Und da sind die beiden Schotten, 134, 135. Nun brennt der Baum hier. Ja, und Taylor ist auch nicht der Spieler, der dann zu Lewis geht. Den lässt er auch mal vorbeiziehen nach dem Motto, 60. Junge, reiß dich zusammen. Und jetzt ärgert 232, er sich selber. Die Schotten liegen vorne, wenn auch nur knapp. Jetzt kann Peter Wright sich so ein bisschen absetzen. 192 Rest. Ja, schön hat sich die 167 gestellt. Ja, zweithöchstes Finish. Und warum soll ein Gary Anderson nicht auch mal 167 Punkte checken? Klasse gestellt hier von Lewis. Wer geht mit 2-1 in Führung in diesem Finale? Das ist die 15, ist nicht drin. Ist nicht drin. So knapp, dass selbst Gary gucken muss, wo bist du, Hund, abgeblieben. 35. 55 gescored, 112. Aber ich glaube, Phil schnuppert da ein bisschen. Er sagt, na, komm, jetzt muss er rein. Jetzt brauchen wir die Führung. 101. And the greatest on the hockey. 44 noch. Doppel 4. Die wollte er gar nicht haben. Die wollte er nicht haben. Er wollte die einfache 12. Doppel 4. Jetzt muss er erst mal fragen, was hab ich denn du? Hab ich schon dumm geworfen? Nein, hast du nicht. Es ist alles gut. 93er Score bedeutet 8 Rest, Doppel 4. Ja. Hier guck ihn dir an. Sehr stark, was für ein Spiel. Ich bin England so froh, führt mit 2-1, bis gleich. Gleich geht's weiter mit Pasch. And for Scotland, it's the Flying Scotsman, Gary Anderson. Was wird Taylor es jetzt machen, Shorty?
wird der sozusagen auch dann dieses Finale irgendwie so im Alleingang gewinnen, als Einzel holen, den Doppelsieg entscheidend beeinflussen und auch den dritten Punkt einfahren? Es hört sich auf jeden Fall alles nach Taylor an, ganz klare Sache. Dominant, die erste Nummer mit Peter Wright und jetzt hier auch im Doppel brillant gespielt. Also das ist ein richtig hartes Stück Arbeit für Gary Anderson, das Ding hier nochmal auszugleichen. Ansonsten wäre es auch so eine typische Nummer. Taylor rockt das Ding alleine und sagt, ja, Louis, vielleicht nächstes Jahr kannst du deine Akzente setzen. Einfach, um ihn noch mal ein bisschen zu kitzeln. So. Und er hat top drauf, er ist top drauf. Das sieht ganz klasse aus, wie er seine Triple 20er wieder unten anvisiert. Wirkt sehr fokussiert, vorbereitet. Und er wirkt vor allem und halt auch sehr entspannt. Ganz genau. Aber das schon die ganzen Tage, seit er hier ist. Scherzt viel mit Louis, gibt tolle Interviews. Und hat auch von Anfang gesagt, aufpassen, Freunde, wir wollen das Ding hier schon gewinnen. Und vielleicht halt auch die richtige Lockerheit, um diesen Sieg einzufahren. Sie spielen zum 44. Mal schon gegeneinander. 30 Siege für Taylor, 11 für Anderson, zweimal unentschieden. Die letzten beiden Partien hat Taylor gewonnen. Sie spielen bereits zum 7. Mal in 2015 schon gegeneinander. Das ging ja los mit dem WM-Finale, das Gary Anderson mit 7:6 gewann. Letztes Duell beim Dubai Masters im Halbfinale. Da gewann Taylor mit 11:3. Da hat Van Gerven ja zum dritten Mal zugeschlagen bei diesem Einladungsturnier. Schöner Beginn hier von Gary Anderson. Die Pausen sind nicht so lang, dass man so komplett irgendwie abschlaft und den Rhythmus verliert und dann sagt, boah, ich bin jetzt aber groggy, weil jetzt muss ich wieder da hoch, sondern du bist so noch in einigermaßen warmer Zustand. Was rede ich da bloß? Du bist noch einigermaßen im Fluss für so ein Finale. Schaut, solange also, du in einem warmen Zustand bist, mache ich mir schlimme Sorgen. Ich wollte doch nur sagen, dass er schön weiterziehen kann, ohne jetzt wieder komplett neu anzufangen mit Trainieren machen tun, weil die Pausen nicht lang genug sind. Manchmal muss ich mich vorher selber abfragen, bevor ich rede. Es ist trotzdem natürlich ein verdammt langer Tag. Ja. Es ging um 14 Uhr heute Nachmittag los. Anderson sichert sich hier die 1:0 Führung. Gewinnt das Leck, das er begonnen hat. Die Spieler sind seit 11 Uhr rund hier in der Eissporthalle. War auch eine Frage der Kondition. Und das ist ja immer wieder etwas, wo Taylor selber sagt, ich merke mein Alter, ja. Ich bin 54, das geht nicht alles spurlos an mir vorbei. Ja, mir gehen diese Stunden hier auch nicht spurlos vorbei. Manchmal rede ich einfach wirres Zeug. Einfach ignorieren. Was hältst du von der Theorie, dass wer dieses Match gewinnt, diese Nation auch den Titel sich holt? Also klingt stimmig. Klingt also dieses, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass Peter Wright favorisiert ist. Ganz genau. Adrian Lewis ist irgendwie... Der ist noch nicht da. Ist nicht raus, in Form. Ist nicht da. Und ich weiß nicht, ob die Distanz insgesamt zu kurz ist, um sich in so ein Match reinzuspielen. Das ist dann viel zu schnell schon wieder vorbei. Ja, stimmt schon. Aber es kann auch genauso sein, dass diese 5 Minuten oder diese 15 Minuten, die dieses Spiel der beiden Menschen hier jetzt dauert, Lewis wieder reicht, um mit Gene wieder reinzukommen, wieder zurückzufinden. Um dann nochmal alles zu geben gegen Peter Wright, aber ich sehe das ähnlich so im Verlauf des Finales wie du, dass da dann wohl Peter Wright leicht favorisiert sein sollte. Ich starte jetzt mal hier auf Facebook, hier so eine kleine Umfrage und mal sehen, was die Zuschauer zu Hause denken. Wer den Titel gewinnt bei dieser aktuellen Stand von 2:1 für England. Die Adresse ist Facebook. Scotland, you require 80. Taylor verpasst 161. Anderson. 60. Oh, knapp drunter. Knapp drunter. So 45. 13 für die Doppel 16. Ja, Doppel 16 zum 1:1. Okay.
Anderson wird sich ärgern. 80 Punkte Rest. Er wollte mit dem ersten Dart schon Tops treffen. Ja, aber hatte er hat den knapp drunter gesetzt. So einen kleinen Huchmoment gehabt, weil Taylor steht da und haut ihm fast noch bei dieser tollen Arbeit, die er geleistet hat, die 161 vor der Nase zu. Aber ist Taylor nochmal davon gekommen. 150. So macht er sich auf, seinerseits Anderson zu breaken. Hier gar kein Selbstläufer für keinen von den beiden. In dieser Partie von Taylor. Noch ohne das Maximum. 92. Wichtiger letzter Dart von Anderson in der Triple 19. 2,49. Er liegt mit 28 Punkten hinten in diesem Leg, das er begonnen hat. Wird das eine Chance für Taylor zum Break? Ja, die ist schon da. Die ist schon da. 18 auch erwischt. Ja, 100 Rest für Taylor, 2 Dart Finish. Gary kann nur noch versuchen, so tief wie möglich rein in den Finish-Bereich. Noch ist er nicht da. Jetzt, 150. Ist noch ein großes Stückchen. Aber erstmal die Breakdarts für Taylor. Die Chance für mehr. 80 Rest. Oh, er guckt nach oben. Er spielt Tops. Tatsächlich, das ist selten. Aber auch Phil guckt sich natürlich mal den ein oder andere Spiel an und sieht das. Diese mittlerweile salonfähige Nummer Doppel-Doppel zu beenden und das nicht nur in den Exhibition-Bereich zu tun. 90 Rest. Tu es. Jawohl. Doppel 15. Oh, klasse. Ja, 150 Punkte. Sahne. Unter Druck steht. Das war klasse. Das ist in der Manier eines Weltmeisters. Und da zollt ihm auch The Legend Anerkennung. Der 16-malige Weltmeister Phil Taylor. Mann, hat dieses Finale viele Highlights, viele besondere Momente. 60. Und deswegen dieses etwas ermattete, war ja klar, weil genau dann will natürlich ein Phil Taylor mit so viel Triple anfangen, wie es nur geht, wenn er so ein Finish vors Gesicht kriegt und ihm gelingen 60. Das ist natürlich dann so ein, das auch noch Moment. Stark. 180 für The Power. Hier in Match Nummer 4. 150. Gary ist dran. Hält Kontakt. Sucht seinerseits seine Breakchance. Klasse, wie diese Weltklasse Männer das Spiel lesen, die Emotionen von dem anderen einfangen und dann im richtigen Moment wehtun wollen. Das ist einfach top zu sehen. Jetzt Anderson. Wenn er das erste trifft. Jetzt aber runter. Er braucht noch eins jetzt oder runter. Er geht runter. Ja, 167. 161 eben noch von Taylor. Am Bull gescheitert. Ja. Ups, das ist die 1. 100 Rest. 40 Rest. Reelle Breakchance für Anderson. Komm auf, Pearl, sagt er. Auf geht's. Kein Triple 20er mit dem ersten. Bleibt bei 110. Doppel 20. Taylor wird sich das 2:2 holen, oder? Na, aber jetzt ist die Bande doch nun wirklich gebaut. Eieieiei. Auf einmal ist die Breakchance da. Mann, das sah irgendwie so sicher aus für Taylor. Das war ein guter erster Dart, den er als Marker knapp drüber gesetzt hatte. 90 Rest. Geht dann nochmal über Triple 20, Doppel 15, er tut's. Doppel 15. Ja, und auch den setzt er rein. 3-1 Führung, das Break gegen Taylor. Und auch wenn er jetzt schmunzelt, er ist genervt. Er ist genervt, weil er die Doppel 20 eben nicht getroffen hat. Und damit bekommt jetzt Anderson die Chance auszugleichen. Für Schottland. Naja, nicht schlecht, sagt er sich, dann wollen wir mal. Und du siehst, was Erfolge mit dir machen, was du für ein
für einen Glauben an dich selbst hast. Er weiß, er kann es und er schafft es. Und er schafft es immer wieder, Gary Anderson. 99. Natürlich war dieses Break jetzt mit freundlicher Unterstützung von Phil, aber sowas passiert halt auch einem 16-maligen Weltmeister hin und wieder. 140. Punkte, macht 81 Rest. 265 bei Taylor. Ja. Er bleibt einfach 55. Da oben. Ja. Aber der war auch in Höchstgeschwindigkeit weggefeuert, der Dritte. Er glaubt nicht mehr, dass Gary ihn da noch mal zurücklässt. Da haben wir die Triple 18er, Doppel 4. Ja, Doppel 4 und versenkt. Und diesmal hat er nicht geklappt. Dritter Versuch, erster Treffer. Das nächste beeindruckende Match von Gary Anderson. Ja, hat der gecheckt. Diese 150 Punkte unter Druck, die waren entscheidend. Das war der Big Point, der ihn in die richtige Bahn gebracht hat. Und damit holt er sich also den Sieg über Phil Taylor. Schottland gleicht aus zum 2:2. Hier geht's über die volle Distanz, über 5 Matches. Und wir haben also noch eine Partie auf dem Plan. Peter Wright gegen Jackpot Adrian Lewis. Es läuft das entscheidende Einzel in diesem Finale zwischen England und Schottland beim World Cup of Darts. Adrian Lewis sichert sich in diesem Moment die 1:0-Führung. Und Phil Taylor sitzt da in den Katakomben und schaut sich zusammen mit Gary Anderson dieses letzte Match an, das über den Sieg entscheiden wird. Und eins verspreche ich dir, die beiden leiden da hinten aber jetzt richtig wie die Hunde. Sie können nicht mehr eingreifen, sie haben alles gegeben für ihr Land. Und jetzt heißt es abwarten. England könnte zum dritten Mal den Titel holen und hätte damit die meisten Siege bei diesem Event. Für Schottland wäre es eine Premiere. Viele haben uns geschrieben, viele haben vor allem geschrieben, die Schotten machen es. Und man merkt es auch von der Stimmung her hier in Frankfurt in der Halle. Du hast die Haare schön, ja, damit ist nicht Adrian Lewis gemeint, sondern dieses intensive Blau, das ja auch Shorty so gefällt. Das war gestern so eine Art Outing, so habe ich das empfunden. Outing? Das war ein Outing. Ich habe es als Outing empfunden. Von meinem Haarfetisch? 60. Ich oute mich als blaue Haare. Verwöhner, Liebhaber und Streichler. Ja, und ich würde sie auch gerne mal tragen eine Zeit lang. Mich oder die Haare? Nein, ich würde die sie auch gerne Haare mal tragen. Die blauen Haare, verdammte Axt. 59. Vielleicht ist das aber auch genau einer dieser Momente, die Lewis angekündigt hat und sagt, pass mal auf, ich schraube hier noch den Neuner rein und rette hier mein Finale. Oh, weil zurzeit hat er in diesem Finale wirklich noch nicht viel gemacht. Er hat noch nicht viel Aussagekräftiges auf die Reihe gebracht. Aber dieses Spiel läuft sehr, sehr gut für ihn. Und Peter Wright muss fighten, muss dranbleiben. Oh, der rutscht ihm in die Triple 5. Das war doch eigentlich angekündigt. Da soll doch dieser Dart sich verbiegen, genau, oder nicht? Genau, aber der war wahrscheinlich der Zweite. So nah an ihm dran, dass er sich nicht mehr wegbiegen ließ. Naja, jede schöne Theorie hat halt auch einen Fehler. 165. Bogey-Zahl. Eine von 7 Zahlen, kleiner als die 170, für die es keinen 3-Dart-Finish gibt. Möglichkeit zum Break für Lewis. Jawohl, Doppel 8. Doppel 8. Und der passt sehr souverän. Sehr souverän. Feder lesen beim Doppel, das erstaunt sogar Phil. Ja, zweimal mit dem ersten, Digga. Gut. Also wirklich die Chance für Lewis, was Shorty gerade gesagt hat, jetzt hier den entscheidenden Punkt zu setzen, dass er dieses Finale gewinnt. Das wär's, nachdem er im letzten Jahr gegen Niederlande wenig auf die Reihe bekam. Das 44. ist jetzt nur so eine Sekundenaufnahme, die muss er gleich wieder wegblenden. Ja, und Peter Wright, der muss diesen Moment jetzt ergreifen, der braucht einen Break. Der darf nicht mit 0-3 in Rückstand geraten. Aber auch immer dieses ruhige und entspannte Gesicht bei Peter Wright. Da sieht man beim ersten oder zweiten Dart, der wirklich weit weg war diesmal am Triple, wie er sich selber versucht zu
zusammenzureißen und sagen, komm schon, Peter, verdammt, du kannst sie doch viel näher ranbringen. Sieht man selten, dass er so unter Stress ist, weil eigentlich ist das einer der entspanntesten Entertainer auf dieser Bühne. Aber hier will er so unbedingt, dass er tatsächlich sich selbst ein wenig im Weg steht. 358. Lewis liegt vorne. Lewis kann dieses Leck von vorne runterspielen. 40 Punkte. 60 Punkte. Kein Triple. Aber es muss die Attacke von Snakebite kommen. Also spätestens jetzt. Die 44 hat er mit 43 gekontert. Die 60 wird mit 60 beantwortet. Das ist natürlich immer von hier aus leicht gesagt. Du musst sie breaken. Das sieht man doch hin und her. Wenn das momentan das ist, was er nicht hinkriegt, dann leidet er wie ein Hund da hinten. Rennt da, Kreis im Teppich. 43. Das muss es jetzt aber sein. Guck dir das an. Das muss gutes Niveau jetzt aber für Snakebite sein. Jetzt muss das kommen. Den Wurfrhythmus wieder ein bisschen beschleunigt im Vergleich zum Doppel. Aber es sind wieder nur 40, es sind wieder nur 59. Und damit gewinnst du natürlich nicht den World Cup. Moment. Der Druck ist groß. Klasse Übergang auch, von der gefährlichen Zone. Auch Lewis weiß letztlich, dass wenn er hier das 3-0 macht, er normalerweise durch ist. Da mein noch. Noch mein Lebenszeichen ja, von Snakebite. Reingebissen in den 59 Rest. Lewis bislang mit einer 100% Doppelquote. Zwei Versuche, zwei Treffer. Doppel 16, der ist drin. 32 Rest. Zwei Darts. Immens wichtige Darts. Ja, und wieder mit dem ersten. Und wieder mit dem ersten. 3-0 England. Ein Leck fehlt noch. Full flag Scotland to throw first. Game on. So, das wäre es natürlich. Jetzt ein Comeback-Start von Peter Wright. Aber das traue ich ihm nicht zu. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist Lewis auch einfach zu gut. Der nutzt dann seine Möglichkeiten, auch wenn er spürt, dass es vielleicht nicht so das Top-Niveau ist. Aber was heißt nicht das Top-Niveau? 100er Average, 100% Doppelquote. Alles vollkommen in Ordnung aus der Sicht von Adrian Lewis. Gerade mal die Frage fragen. Ne? Da hat er sich, also im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesehen haben, im Finale wirklich stark gesteigert. Und Peter Wright denkt nicht dran, hier nachzugeben und hat man überhaupt keinen Bock, hier aufzugeben. Ja, oh, das war wieder eine Highspeed-Lewis-Nummer. Genervt, zu weit weg, also ganz schnell, zack, 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 zwei Triple. Das kann auch Peter. Okay, der scheint jetzt nochmal in den Rhythmus zu kommen. Ist das ja, zu spät? Ist das zu spät? 46 Rest. Mal sehen, wie das Doppel funktioniert. Die 14 für die Doppel 16 zum 1-3. Okay, 1-3. Er braucht noch drei Lecks. Er braucht vier Lecks in Folge, um dieses Finale doch noch nach Schottland zu bringen. Somit hat auch Peter Wright eine 100%ige Doppelquote. Ein Wurf, ein Treffer. Oh, ich dachte, jetzt packt er die große 9 aus und legt sie da auf die Bühne und sagt, jetzt geht's los. Kann Peter da kommt dann, hier, da beißt er fast die Spitze ab vor Freude, dass der in die Triple 1 geht. Er drückt zu viel, er schiebt zu viel, das ist... Und das könnte schon, das könnte schon die Entscheidung gewesen sein. Nur 43 Punkte, mal sehen, was Lewis jetzt daraus macht. Ja. Ja. Ja, eine 180 womöglich. Ja. Ja, die hat er natürlich perfekt getimt. Zweite 180 in diesem Spiel. Und er bekommt The Power, das Grinsen ja, gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ich glaube auch, die Sorgenfalten waren vor dieser Begegnung etwas größer bei Phil als bei Gary. Aber top, wie AD sich hier nochmal präsentiert und sich reinfightet in dieses Finale und hier auch seinen Stempel abgibt und sagt, ich war nicht nur Mitläufer. 108er Average Rest. Und jetzt hat er 76 Rest und könnte womöglich zum Abschluss dieses Turniers einen Elfdarter spielen. Er hat jetzt Zeit, aber er will's. Come on, AD Lewis.
56. 16 für Tops. Championship Dart. 56. Für Peter Wright wäre es die zweite Finalniederlage bei einem Major in diesem Jahr nach den UK Open. 100. Das fehlt ja noch in seiner Sammlung. Doppel 10. Nummer 3. Ja, ja, da ist er. Ja. Eddie Lewis. England gewinnt den World Cup auf Darts 2015. England triumphiert zum dritten Mal bei dieser Team-WM. Phil Taylor und Adrian Lewis räumen 50.000 Pfund ab. Und Gary Anderson und Peter Wright haben zum ersten Mal bei diesem Turnier das Finale erreicht. Tolles Finale. Starkes letztes Match von Lewis. Ja. 103er Average, 66% Doppelquote. Da darf man auch mal mit dem Allerwertesten wackeln. Prima Finale, Werbung für unseren Sport, Begeisterung pur. Top. Na, hier kam schon mal der Hinweis jetzt gleich im Anschluss. Wir wollen die Siegerehrung noch mitnehmen. Die FIA World Rally aus Italien. Und Lewis hat das gemacht, was er sich vorgenommen hatte. Er hat den entscheidenden Punkt eingeholt. Ja. Das war ihm wichtig. Anderson nimmt es mit der Gelassenheit. Gut, wenn du Weltmeister bist, wenn du Premier League Champion bist, dann ganz kannst auch du auch mal ein Major-Finale verlieren. Großer Sportmann, alle beide. Gratuliere Team Schottland, aber natürlich auch gratuliere ich Team England. So, es kommt also zur Siegerehrung, die John McDonald leiten wird. So, Werner von Moltke ist auch mit dabei, der Chef der PDC Europe. Das ist der Mann hier links neben dem Walk-On-Girl. Der hatte vor 9 Jahren die Idee, Darts-Turniere nach Deutschland zu bringen. Und zwar die der PDC. Und inzwischen sind es 9 Events in Deutschland. Inzwischen ist es dieses Major-Turnier hier in Frankfurt in diesem Jahr zum ersten Mal der World Cup. Gary Anderson und Peter Wright. Sie gehen mit jeweils 13.000 Pfund nach Hause. Also, Gratulation an Schottland. War ein tolles Turnier. Jawohl, ich schließe mich da gerne an. Und die Engländer, sie haben Dänemark bezwungen, sie haben Japan geschlagen, sie haben Deutschland und Belgien besiegt und diesen Erfolg im Finale eingeholt. Receiving 25.000 pounds each. The gold medal. Die Straßenkinder, wir kabbeln die sich da. Willst du Ärger, willst du Ärger? Meine Medaille ist größer, du. Herrlich, das ist das. Nummer 3. Titel, yeah. Nummer 3. Titel Nummer 3. Adrian Lewis. So, und jetzt kommt auch noch die Trophäe mit dazu. Phil Taylor und Adrian Lewis, sie holen den Erfolg für England und sie haben vor diesem Turnier gesagt, es ist für uns immer etwas Besonderes, unser Land zu vertreten. Das ist die einzige Chance im Jahr, hier bei dieser Team-WM beim World Cup of Darts, dies zu tun. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch das Interview, das wir gerne mitnehmen. Es war ein tolles Finale. Da schließen wir uns an. Extrem spannend. Sehr hochklassig. Oh, I'm lost for words, to be honest. You know, it was really tough. I was also barely 4-1 in the singles myself. And it could have been the other way around, you know, missed a couple of doubles. And then I got set myself down for the doubles, which he did fantastically. So
Ja, das war eng, das war sehr umkämpft. Ich habe hinten raus versucht, vor allem auf die Doppel konsequent zu sein. Das ist mir gelungen. Wie war das, da unten zu sitzen und einfach nur den Glauben da an Adrian Lewis zu haben, nicht mehr Einfluss nehmen zu können? Ich habe gewusst, dass er das noch drauf hat, dass er sich auch wird steigern können. Er hat so ein Selbstvertrauen. Der kann immer wieder sein Niveau nach oben schrauben. Also wenn man ihn vor allem auch beim Training erlebt, und das habe ich diese Tage häufig getan, das ist ein so hohes Niveau, dass dieser Adrian Lewis gehen kann. For me personally, it's fantastic. You know, Barry Ince texts me, never texts me, even in the World Championships. Come on, England, you know what I mean? It's been fantastic. Das ist fantastisch für England als Team anzutreten. Das ist ein ganz besonderes Turnier. Queen Belgium, obviously Scotland, fantastic team, but we're jealous of team. You know what I mean? I think that's what it's about. Es macht einfach Spaß, als Team so ein Turnier zu betreiben, zu bestreiten. Und wir haben eine gute Arbeit geleistet. Gary and Peter, if you could just come across to join us, if you could, because Adrian and Phil have made the point. It was a fantastic performance over the week from you two guys, but the whole spirit of that one was fantastic. Also, waren tolle Tage. Eine gute Leistung. Adrian Lewis ärgert ihn jetzt noch. When we came here the other night, we heard a story about Adrian buying a new cabinet and he's not got a trophy to put in it. So, me and Peter felt so sorry for him. You know, we had to give him a chance. No, he's a good lad. No. Listen, Frankfurt's been absolutely fantastic. It's just about as hot as Dubai. But es waren tolle Tage. Es war hier oben so heiß, beinahe so heiß wie in Dubai vor ein paar Wochen. Und es hat großen Spaß gemacht. So, die Antwort von Peter Wright nehmen wir auch noch ganz kurz mit. Und dann müssen wir schnell abgeben zum Motorsport. Go on, now you were the player, you were arguably the player of the turn. It was nice to see. Er ist nicht zufrieden mit seinem letzten Match. Und es hat Spaß gemacht, mit Gary hier das Team zu bilden. Ihr seid unheimlich unterstützt worden hier in Frankfurt. Eure Namen sind gesungen und besungen worden. Deutschland hat tolle Darts-Fans. Und sie haben das ja auch für England getan. The crowd are fantastic. Keep on singing. Haltet durch und singt immer weiter. Wir kommen gerne nach Deutschland. Und das ist wirklich auch die Meinung vieler Spieler. Damit dürfen wir uns verabschieden, liebe Zuschauer. Das war der World Cup of Darts 2015. England hat ihn zum dritten Mal gewonnen. Shorty, dir vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der World Rally aus Italien.